So, ein bisschen unordentliches Zimmer. Also hier haben die mir ein kleines Sign gemacht für mein Zimmer. Läuft man hier so rein, da ist direkt die Wand. Das ist ein bisschen doof. Und dann geht es hier so rein in mein Zimmer. Hier sieht man gleich in der Ecke den Fernseher. So, ich fange mal hier an. Also ich bin jetzt da gerade reingekommen. Fernseher. So ein Schrank, wo habe ich meinen Schmuck hier so drin. Und hier geht es dann direkt in meinen ziemlich hohen Kleiderschrank, wo meine Klamotten gefaltet da. Und da hängen halt Schuhe und Klamotten. Ziemlich viel, sammelt sich so an, Socken und so. Okay, dann raus in die Ecke. Da ist mein Schreibtisch gerade mit der Wand und so. Hier habe ich einen Sitzsack, wo meine Kissen sind, weil ich die Wäsche wasche. Ich mag ganz gern das Fenster auf, so ein riesiges Fenster. Und die Dinger, ich liebe die Sonne, aber die sperren die immer aus. Naja, hier ist dann meine Hitze, weil es war so kalt hier in Texas. Noch ein Schränkchen mit meinem Welcome to Texas Schild, was ich zur Begrüßung gekommen habe. Da ist eine Magnetwand, die hing eigentlich da, aber die fiel ständig nachts runter. Mit meinem Bastelzeug. Habe ich Bastelsachen? Oh, auf einem kleinen Sessel. Ups. Mein Bett, wo gerade die Wäsche gewaschen wird. Das ist ziemlich klein und da passt die Matratze nicht. Da ist ein Loch. Ein komplettes Loch. Da fällt ständig alles raus und runter. Mit Nachtlampe und Wecker. Dann habe ich eine Kette. Ein Dream Sign. Und da bin ich hier reingekommen in mein Zimmer. Und hier ist mein Bad. Reinguckt, Badewanne, Mini-Fenster, jetzt habe ich auch wieder Dinge aufgemacht, als es dunkel ist, Haken, Toilette und Spiegel und ja, halt Spiegel mit Lampen und so, Blümchen habe ich selbst geholt, die Türen sind extrem groß und sind extrem hoch irgendwie, aber ja, und das ist mein Zimmer da oben auch noch, mein Zimmer.